Here we go, Eligella. Why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. I don't usually call you Telly. Hallo, 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 meine lieben Freunde. Eligella ist wieder da und ich sehe schon, Schere 12 Uhr. Ich habe doch gestern gesagt, zwischen der gleichen Uhrzeit, oder? So ungefähr gleiche Uhrzeit. Gestern waren wir 11.30 Uhr live. Also, ihr müsst euch loslösen, Freunde, von dem Gedanken, dass wir 10 Uhr live kommen. Von mir aus können wir das machen, aber die anderen, die haben Stress, um 12 Uhr hier zu sein. Ich bin wieder der Einzige, der wach ist. Willi ist beim Training und Willi und ich sind die Einzigen, die halt so einigermaßen wenig schlafen, sage ich mal, vom Ding her. Also wir können auch mal so 6, 7 Stunden pennen. 5, 6, 7, die bei den anderen. Das ist da teilweise verrückt. Also ich glaube, auch wenn sie wach sind, dann chillen sie noch ein bisschen in die Zimmer, was ja auch okay ist. Deswegen macht es keinen Sinn, weil 10 Uhr, so, ne? Da knallt's halt. Also stellt euch drauf ein, immer so zwischen 11 und 12 so. Aber dazwischen irgendwo. Ich dachte, das hätte ich aber gestern gesagt. Ja, Mustafa müsst ihr sofort loslassen. Müsst ihr sofort loslassen bei sowas. Sydney ist um 5 Uhr pennen gegangen. Was ist denn los mit denen? Ach ja, heute ist aber ein geiler Tag, Chat. Heute ist Dienstag, wir haben den dritten Tag. Gestern war richtig geil. Vorgestern war auch richtig geil, also bis jetzt richtig cool. Heute wird es so ein bisschen anderen Content geben, ein bisschen weniger Sport. Es kommen die Rapper vorbei, Aymen und Haaland. Also der richtige Haaland, nicht der von City. Der spielt nämlich heute gegen Real Madrid. Davon wird es dann später auch eine Watchparty geben. Ne? Also das ist mit das krasse Game. Zwischen 21 Uhr und 23 Uhr werden wir Watchpartys von der Champions League machen, auch Bayern Arsenal. Dann kommt heute Timon Krause vorbei. Es werden jetzt in den nächsten Tagen generell viele Leute kommen und gehen. Timon Krause kommt heute vorbei, der schläft auch hier. Und ich glaube, er hat coole Sachen heute mit uns vor. Der ist wirklich crazy, ne? Der ist wirklich, wirklich, ich weiß nicht, wie er das macht. Ich dachte immer, sowas ist ein bisschen fake. Aber der Typ, das ist irgendeine Begabung, sage ich. Genau. Und der wird heute auch da sein. Guck mal, ja noch, dein großer Bruder. Ja. Du läufst immer nach links. Ja. Verstehst du das? Was geht? Ah, Digga. Was geht ab? Wie geht's dir? Was geht? Freut mich, dich kennenzulernen. Was geht denn? Was geht? Du siehst aus, als hättest du 3 Jahre getrunken. Ja, sehr gut, Eldos. Sehr gut, Eldos. Jetzt setz dich mal nebenbei klein hier. Nein, setz dich mal hier hin, setz dich mal hier hin. Kommt mal rüber, Eldos, komm mal rüber. Ich sag ihm so, ey, kommt mal bitte vorbei. Er so, ja, ich komm dann so, ich komm später. Ich bin noch in der Schule. Ich bin einfach gegangen. Bist du gegangen? Die 10. Klasse. Wie alt bist du? 17. Hä? Das aber geht das ist nicht aus. Du sitzt ja. Das geht so schlecht aus. Warte, wo ist denn das Mikro? Wie alt bist du? 21. 21, ja, passt. Ja, das 21. Geht sich nicht aus. Warte mal, Regie, können wir noch ein Mikro bekommen? Kennt ihr uns? Also wisst ihr so, wer wir sind? Willi, ja? Ich kannte Willi. Und Willi hat mich dann irgendwie in diese Szene dann jedem vorgestellt. Okay. Wie habe ich ihm vorgestellt? Maha hat gesagt, du bist der absolute. Ja? Ja, sehr gut, Nico, sehr gut, Nico. Ja, so Streaming, ich sage, Streaming und so Musik, also so Rap-Musik-mäßig, die gleiche Community. Also überschneidet sich viel. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder immer, wenn ich donnerstags auf Songs reagiert habe, immer hier bla 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 bla. Das machen doch jetzt auch alle. Summer Jam ist bei dir gewesen, war bei Hamed. Ja. Haben wir viele. Ja, ist Billa Joe? Billa Joe. War auch bei dir, ja, oder? Ja. Was denn? Ja, das sieht so aus. Das ist so krass, Bruder. Oder wir sind hier Adidas Homebase, weißt du? Kennst du dich aus mit Fußball Bayern-Fan, ne? Ja, klar. Spiel gleich, wir können Watchparty machen. Ja, geil. Ihr könnt ja auch beide schlafen, wenn ihr wollt. Krass, krass. Morgen, was ist morgen? Morgen Schule, Schwänz. Ach, ey, da dürfst du fliegen. Dürfst du fliegen? Ja. Nein. Guck mal, wir haben hier gleich so einen Mentalisten. Ja. Kennt ihr Timon Krause? Nein, ne? Nein. Das ist so der war schon bei Joko und Klaas und so. Der ist so völlig krass, der kriegt sofort dein Handy. Der guckt nicht an, der kennt dein Handycode. So. Der ist verrückt. Moin. Oh, das ist er. Das ist er. Der wird euch aussagen. Der wird euch sehr aussagen. Timon ist hier am Start, Freunde, für die Leute, die Timon nicht kennen. Mentalist, kennen wahrscheinlich viele. War auch schon oftmals bei uns im Stream, zweimal. Ich sag bei euch, vor allem in der ersten Linie war ich bei euch ein. Ja, er war schon zweimal bei uns. Einmal während den Sabaton, da hatte ich ja noch mein Kreuzband drin, weißt du noch? Ich habe gerade dein Management auch gefragt, ob es deinem Knie jetzt besser geht. Ja, ist mittlerweile besser. Sehr gut. Und beim ersten Mal war, wo war denn das? War auch bei mir im Stream, aber es war einfach ein Special-Ding, ne? Ich glaube einfach so. Ich glaube, das war kein Grund weiter. Also zum allerersten Mal jetzt hier in so einer Show von mir. Er ist so, Freunde, wirklich, ich habe das schon jetzt mit ein paar Leuten gemacht, ne? Mhm. So Zauberer und Mentalisten und die waren alle richtig cool. Aber er ist wirklich top. Also wirklich schon sehr, sehr gut. Ich hab das auch alles nicht geglaubt, aber das hat dann angefangen und dann denkst du dir, das ist Verarschung. Ich schwöre. Man denkt, es ist fake, bis du es selber miterlebst. Kiffst du? Nicht mehr. Aber ich habe in Amsterdam gewohnt, 9 Jahre. Ja, Amsterdam, da habe ich natürlich. Gut, schön gefragt. Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Habe ich 9 Jahre, aber dann nicht mehr, nein. Ich erkenne das. Ich sehe das. Du erkennst, dass ich gekifft habe oder dass ich nicht mehr kiffe? Ich erkenne das, dass du kiffst. Das stimmt überhaupt nicht. Ich glaub dir das auch nicht mit dem Aufgehört. Das sage ich auch. Na gut. Dann können wir nachher noch mal ausdiskutieren. Ja. Mit wem fange ich denn an, Eli? Das kannst du mir sagen. Hier. Einen von den beiden Bergern. Sehr gut. Weil die sind völlig unvorhergesehen. Aymen, mach du, Bruder. Aymen, mach du bist älter. Okay, ich bin da. Aymen, mach das. Wir müssen ja so ein bisschen warm laufen irgendwo. Ja, ganz langsam warm laufen quasi. Soll ich dich küssen? Darfst du? Möchtest du? Nein, ich mach nur Spaß. Dann frag aber nicht. Dann biet es nicht an. Wenn du nicht durchziehst, biet es nicht an. Es ist ja alles, es ist Kunst. Es ist alles darf. Wir müssen also ganz langsam warm laufen und du hattest ja gesagt, wir sind im Adidas Homeground Top Secret. Ich habe also tatsächlich mich einfach auf die Adidas Website begeben. Ich dachte, damit fangen wir an, dann ist es sofort auch, dann kannst du, Eli, dann so vorgeben, du hättest mich gebrieft, dass ich quasi das Branding durchziehe und so. Das sind die Sneaker von Adidas oder, ja, ich glaube, das sind die Sneaker oder Fußballschuhe, eins von beiden, ich habe es mir schicken lassen von euch. Sneaker. Du machst gleich das Folgende, Aymen. Ich versuche in deinen Kopf einzusteigen, deine Gedanken zu lesen. Wir nehmen vielleicht, wir machen es wie folgt, nehmen vielleicht gleich die linke Spalte, ich gebe dir mal ein Beispiel, du darfst gleich einmal durchscrollen, einfach einmal einen Swipe geben, dass du irgendwo zufällig auskommst. Also einmal gut swipen, jetzt kommst du irgendwo aus, jetzt hättest du zum Beispiel in der linken Spalte, haben wir gerade gesagt, hättest du die Adilette gehabt. Dann würdest du an die Adilette denken. Ich würde versuchen zu erraten, an welchen Schuh du denkst. Im Grunde ganz simpel. Erstmal einfaches Prinzip, ja? Ergibt soweit Sinn, yes? Ja, ja. Ich muss natürlich einmal wissen, was die ganzen Schuhe sind, die wir hier haben. Okay. Ich habe es mir natürlich auch vorhin schon mal angeguckt im Zug, aber es ist immer, wenn ich hier bin, noch mal ein bisschen Nerve-Wracking. Man muss sich noch mal daran erinnern, was es dann wirklich auch ist. Du darfst gleich noch einmal swipen. Du achtest auf die linke Spalte. Einmal durchswipen, bitte. Einmal gucken, wo du auskommst. Hast du. Okay, merk dir den Schuh bitte. Ja. Kannst du dir vorstellen? Ist nicht wieder der gleiche Schuh, ja? Muss ich mir den Namen auch merken? Soll es der Chat sehen, den Schuh? Brauchst du noch nicht zu sehen für den Moment. Okay. Den Namen kannst du dir merken, musst du aber nicht. Okay. Ist nicht die Adilette wieder, ja? Nein, nein. Super, ich mach's aus, das Handy, ja? Bestätigen, ist es aus? Ich kann es nicht sehen? Ist aus. Super, perfekt. Aymen, denk bitte einmal an die Form des Schuhs erstmal. Wir fangen ganz easy an. Das ist wirklich ganz, ganz simpel natürlich. So, die Chance steht jetzt erstmal hoch, dass das hier jetzt natürlich ein Sneaker ist, weil das auf der Sneaker-Website war. Könnte auch wieder eine Adilette sein. In diesem Fall glaube ich aber, es war wirklich, du hast schon angefangen zu nicken, es war ein Sneaker, ja? Du blinkst nicht. Du hast aber geblinzelt. Es war ein Sneaker, ja? Das stimmt, sehr gut. Du kannst bitte gerade mal 5, 6 Farben benennen. Und eine davon darf die Farbe von diesem Sneaker sein. Das heißt, wenn der jetzt nicht reagieren, aber wenn er jetzt schwarz wäre, dann könntest du jetzt sagen, Rot, Gelb, Schwarz, Grün, Blau, Gold oder so, ja? Ja. Einmal 5 Farben benennen, 5, 6 Farben und die Farbe irgendwo verstecken da drin. Jetzt könnt ihr schon auf sein Gesicht achten, gucken, ob ihr die Reaktion seht. Rot, Blau, Grün, Lila, Weiß. Rot, Blau, Grün, Lila, Weiß. Das war jetzt interessant, sag's nochmal bitte. Rot, Blau, Grün, Lila, Blau. Das war interessant, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er hat gesagt Rot, Blau, er hat bei Blau genickt gerade, deine Körpersprache hat das verraten, was deine verbale Sprache nicht sagen wollte, ist ein blauer Schuh, ja? Krass. Ja. Stimmt, fantastisch. Wir gucken nochmal durch. Ich gucke einmal mit. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele blaue Schuhe es auf der Website gibt in diesem Fall. Noch nicht reagieren natürlich. Ich zeige sie dir. Ihr könnt auch da natürlich mitgucken, wenn ihr möchtet. Nicht ganz reagieren, aber gib mir bitte deine Hand einmal. Nicht küssen, nur die Hand geben. Okay. Dankeschön. Gucken einmal, ob wir was spüren können. Da war ein blauer Schuh. Vielleicht war es nicht. Hier ist noch ein blauer Schuh. Auch nicht, weiß ich nicht. Ah, guck mal hier, guck mal. Gehen nochmal durch. Das könnte der hier sein. Das könnte der andere. Das ist der Handball-Spezialschuh, ja? Ja. Der blaue Handball-Spezialschuh? Ja, ich schwör auf alles, ja. Du schwörst auf alles? Fantastisch. So Menschen machen jetzt oft den Fehler, zu denken, dass ich Menschen lesen könnte. Die denken irgendwie, ich hätte ein unfassbares Talent, was ja auch sehr schmeichelhaft ist. Das Ding, das viele Menschen nicht wissen, ist, dass ich eigentlich nicht Menschen lesen kann, sondern Menschen beeinflusse und sogar manchmal in die Zukunft schauen kann. Manchmal, ganz, ganz selten kann ich in die Zukunft schauen. Wir können gerade mal, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann, wie der Schuh aussieht. Handball-Spezialschuh. Das ist so ein blauer Sneaker hier. Ja, das ist ja. Ich habe vorhin was mit reingetragen, und zwar ein Schuhbeutel. Das glaube ich. Aymen, vielleicht kannst du einmal an den Tisch gehen und den Schuhbeutel einmal rausziehen, bitte. Ist das das hier? Das ist das da. Nein, das ist niemals im Leben. Niemals im Leben ist das der Schuh. Ich dachte, das ist jetzt der Trick. Das ist krass. Aber das ist, ey, bei Gott. Ich schwöre bei Gott, das ist der Schuh. Und du hast einfach, guck mal, die sind immer so neunmal kluge, weißt du? Du hast einfach geswiped, ne? Und ey, Chat, stopp. Bei Gott, ich bin frisch angekommen. Er hat mir nur gesagt, es kommt ein Magier oder sonst was. Bei Gott, ich habe einfach nur geswiped und einen Schuh ausgewählt. Bei Gott, das ist dieser Schuh. Wir hätten fast die Adiletten gehabt. Vor der ersten Runde hätten wir die Adiletten gehabt. Ich finde die hier besser als die Adiletten eigentlich. Kriege ich die geschenkt? Nein, die muss ich Adidas zurückgeben. Die habe ich von Adidas bekommen, die muss ich Adidas zurückgeben. Du hast die von Adidas bekommen? Naja, für jetzt. Ich habe sie mir geliehen. Wie? Also bekommen heißt, also die standen da halt. Ich habe mir die jetzt mitgenommen. Ich muss die wahrscheinlich nachher zurückstellen, bevor jemand merkt, dass die weg sind in dem Fall. Das funktioniert. So, wir machen weiter. Sehr schön. I like it. Perfekt. Weiter geht's. Wir brauchen diesen Tisch, brauchen wir grob frei. Ey, okay. Ey. Ja, weiter geht's. Ich will den endgültigen Test. Bitte nimm ihn. Frag mich, ob ich ein Jahr lang, warte mal, frag mich, ob ich aktuell kiffe, ja oder nein. Tust oder du. Versuch es rauszufinden. Fertig, tust du. Fantastisch. Yeah. Macht er, haben wir. Nee, ne, mach ich nicht. Doch, tust du. Eindeutig. Ganz, du kannst es sehen, ne? Ganz eindeutig erkippt. Das haben wir sofort gesehen. Daneben. Ey, mach das jetzt auch Roat, ernst. Was ist... Was, mach das auch Roat, ernst. Roat, was wäre... Das ist der ultimative Test. Was war das? Also, den haben wir ja bestanden jetzt den Test. Okay, wann war ich zuletzt an der Palme? Okay. Der ultimative Test. Wirklich, vor 15 Minuten, wirklich. Willi. Der ultimative Test. Nicht exposed. Okay, Roat, was wäre eine Info, wo du sagen würdest, Timon, wenn du diese Info von mir erraten würdest, dann würde ich glauben, dass du wirklich der krasse Typ bist, der du sagst, wer du bist. Was richtig Heftiges. Wo würdest du sagen, das ist eine Sache, die würde ich niemals verraten, die habe ich noch nie verraten, wenn du das rausfindest. Mach richtig intensiv. Mach was Schwieriges. Was wäre das? Name von deiner Sitznachbarin, 2. Klasse. Oder niemals. Oder richtig intensiv. Dein erster Kurs. Aber du musst ehrlich gib mir, hast du dein Handy da? Nein, da lass ich nicht ran. Lass mich da ran, vertrau mir. Ich mach keinen Scheiß. Darfst einmal aufmachen und einmal in den Browser reingehen. Wir gucken, ob wir jemanden aus seiner Vergangenheit auffindbar machen können. Ja? Gucken, ob wir jemanden aus seiner Vergangenheit wiederfinden. Hier Pokerblätter. Kannst einfach in den Browser reingehen. Einfach einmal ein neues Fenster öffnen. Ich will das nicht wegmachen oder so. Oder das war nur eine Suche jetzt oder was? Das war kein. Sehr gut. Was würdest du sagen? Jan? Soll es jemand aus deiner Vergangenheit sein? Google Shortcut hast du ja. Soll es jemand aus deiner Vergangenheit sein? Oder soll es? Wir können auch machen deine Favorite. Zu einfach mal. Ja, in jeden deiner. Nein, viel. TikTok und Namen deiner Katze, dann sagen wir, das ist nicht gut genug. Mach was du vielleicht noch nicht so erzählt hast, was viel schwieriger ist. Sag mir nicht, wie die Person heißt. Sag mir nur, was ist die Person für dich? Kindheitsfreund. Kindheitsfreund. Weißt du Vor- und Nachnamen noch? Ja. Weißt du auch die Stadt, wo ihr euch getroffen habt, wo die Person herkommen müsste? So bei mir wäre das Timon Krause Bocholt. So komme ich ursprünglich her, ja? Ja, weiß ich. Hast du, ja? Weißt du, super. Kannst du einmal eintippen und suchen, nur für nicht der Kamera zeigen, nicht mir zeigen, nur für dich einmal eintippen, suchen, gucken, ob die Person erscheint. Dann weißt du, ob ich das hätte googeln können überhaupt erstmal, ja? Bei eintippen, suchen. Guck mal nach. Also zum Beispiel Timon Krause Bocholt. Suche, guck mal, ob die Person irgendwie auftaucht, ob du was siehst. Dann schauen wir ab dabei. Zeig's natürlich nicht der Kamera. Wenn sein Arsch diesen Namen erlebt, Bruder. Das ist aber nicht der, den wir auch, oder? Na, keiner kennt die von euch. Okay, gut. Also es ist nicht Kato, Chat. Es ist nicht Kato. Wer ist Kato? Kato ist gemeinsamer Freund. Ja. Das denkt der Chat gerade. Kannst du die Person finden? Hast du schon gesucht? Nee, sein Arsch ist da nicht. Sein Arsch ist da nicht. Was ist, wie heißt dieser Kato? Wenn ich den suchen würde, würde ich den finden? Gibt's auch. Ja, doch, könnte sein. Könnte sein. Okay, kann ich die Tab wegmachen? Ja, kannst du wegmachen. Kato würde, achso, Kato kennt man schon. Das heißt, wenn ich den google, ist auch sinnlos irgendwie. Ja? Ja, ja. Vor- und Nachnamen der Person kennst du, ja? Ja. Fantastisch. Dann darfst du ein Stückchen näher kommen einmal. Wir gucken mal, dass wir uns so ein bisschen annähern. Ja. Deine Hand einmal auf meine. Ich danke dir, schau mich an. Denk an den ersten Buchstaben von dem Vornamen dieser Person. Ja. Zähl langsam und laut durchs Alphabet. Das heißt, du machst laut einmal A, B, C, D, E, F, G mit Pokerface, keine Emotionen. A, B, C, D. Das war ein bisschen A, ja? Erster Buchstabe ist ein A, stimmt? Muss ich jetzt ja oder nein sagen? Ja. Dann denk bitte an den ersten Buchstaben des Nachnamens dieser Person. Erster Buchstabe, Nachname dieser Person. Ja. Okay. A, B, C, D. Schon wieder. Ich sag es dir. Die Leute glauben mir das nicht. Es ist einfach krank. Wir gehen nochmal durch. Zweiter Buchstabe, Vorname. Einmal laut. Zweiter Buchstabe. Vorname einfach durchs ABC gehen. Zweiter Buchstabe, Timon wäre I. Einmal durch. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Dritter Buchstabe Vorname. Einmal durchs A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, K. Okay. Der zweite Buchstabe Nachname. Zweite Buchstabe Nachname. Einmal durchgehen. A, B, C. Ein B, ja? Ja. Sehr gut. Einmal grob die Buchstaben im Nachnamen zählen, bitte. Buchstaben im Nachnamen einmal zählen. Wie guck mal, also, wie viele Buchstaben im Nachnamen sind? Einmal durchzählen. Sind viele, merkt man jetzt schon, sind mehr als 5. Ja, sind irgendwo so 8, 9, 10 irgendwie. Mhm. In dem Bereich, sehr gut. 10, ja, sind es 10? So schon. Ja. Okay. Grob 8, 9, 10 irgendwo in dem Bereich sind wir, ja? Okay. Tu mir den Gefallen, ich sag dir den Vornamen, sag ich dir noch nicht. Sag mir mal 5 Nachnamensvariationen, die es sein könnten, die alle so ein bisschen ähnlich klingen. Wenn es viele Buchstaben sind, dauert es jetzt nämlich ewig, bis wir da rankommen. Das heißt, du könntest jetzt bei Krause, könntest du sagen Krause, Kruse, Krose und so weiter. Variationen. Und du sagst mir aber den echten Nachnamen, sagst du mir drin. Den Vornamen lässt du erstmal weg. Raus. Also ich sag dir den echten Nachnamen mit drin. Den sagst du mir mit drin, den versteckst du irgendwo drin. Okay. Hau raus. Ich brauche ein bisschen Zeit. Das hier gebe ich Matze schon mal rüber. Das ist für dich, das kannst du schon mal festhalten, Matze. Das darfst du schon mal festhalten. Noch nicht gucken, für den Moment nur halten einfach. Ach, super. Dritter Buchstabe, A, B, C, D, E, F, G ist ein D, ja? Vierter Buchstabe, ich weiter an. Das ist A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Fünfter Buchstabe, schau mich an. Weiter auf den Namen denken. Fünfter Buchstabe, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Weiß ich nicht, wie der ganze Nachname geht, sind zu viele Buchstaben. Fängt das an mit Abdel. Nachname fängt an mit Abdel. Walla, krank. Oh, du Alter, dich super. Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Was ist der Nachname? Soll ich sagen? Ganzen Nachnamen kannst du sagen, ja. Letzter Buchstabe ist ein M, stimmt? Ja. Was? Abdelhakim. Abdelhakim. Ja, Bruder, irgendein Grundschulfreund, den ich damals hatte. Abdelhakim. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht, ich weiß nur noch den Namen. Vornamen habe ich, glaube ich. Wenn es ein kurzer Vorname ist, ein kurzer Vorname, richtig? Ja. Kürzer als der Nachname, ja? Der Nachname ist Abdelhakim. Ja. Der Nachname ist Abdelhakim. Vornamen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn schon habe. Ich habe es aufgeschrieben, ich habe das Matze rübergegeben, der hält das fest. Okay. Sagst du uns bitte, Roat, sagst du uns bitte den Vornamen deines Grundschulfreundes? Wie heißt der Typ? Adam. Das ist crazy, Bro. Dein Arsch weg hier. Verstehst du das? Verstehst du das? Das ist hier nicht irgendwie. Das ist. Digga. Arbeitest du mit dem Mund? Adam Abdelhakim. Nein, Teufel. Ich schwöre dir, nein. Ey, City, guck mal ab. Guck mal. Guck mal. Ey, ruf den an. Ruf den an. Jungs, warum seid ihr so gechillt? Ich hab das dreimal schon gesehen. Der hat gerade diese Name auf. Ich hab das schon dreimal gesehen. Haaland. Plätze tauschen. Nein, du bist direkt daneben. Haaland, Lieblingsfarbe? Blau. Den Blau sagt natürlich viel über dich in dem Moment schon. Jetzt weiß ich ungefähr, wie du tickst und wie du denkst. Ich guck mal, was ich auf dem Set drauf habe, was ich drinstehen habe. Haaland, dich kenne ich natürlich noch nicht wirklich. Das heißt, ich muss mich so ein bisschen in dich reindenken. Habe dir mitgebracht. Das hat alles letzten Endes natürlich Sinn und Zweck. Ich habe dir verschiedene Sachen mitgebracht. Das sind keine Spielkarten. Ich habe auch Spielkarten mit dabei, weil ich gehört habe natürlich im Vorfeld, dass ihr nachher Poker spielt. Das sind Fotokarten. Da sind verschiedene Sachen mit drauf. Die benutze ich, um deine Gedanken zu lesen, auch um sie zu beeinflussen, auch um die Zukunft ein Stück weit vorherzusehen, wenn du so willst. Das kann ich dem Chat natürlich sehr gerne zeigen. Das sind verschiedene Fotos, sind da drauf. Schaut mal hier. Das sind also Bilder irgendwie. Ich habe das mal am Flughafen gekauft. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür die sind. Bilderkarten. Haaland, wir gehen gleich einmal random ins Spiel rein und darfst mir den folgenden Gefallen tun. Du darfst mal grob die Hälfte des Kartenstapels abheben und zur Seite legen. Und was gleich das folgende. Wir brauchen, lass mal kurz durchzählen, wir brauchen 8 Karten werden wir brauchen. 2 davon sind ein Mysterium. Du hast erstmal abgehoben. Ich habe sie dich in diesem Fall noch nicht mischen lassen. Du wirst sehen, warum, weil ich glaube, dass ich deine motorischen Handlungen auch vorhersehen kann. 2 davon sind erstmal ein Mysterium, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das sind dann gleich die oberen 2. Haaland. Das ist 1, 2. Darfst dir bitte eine davon in die Tasche stecken. Welche hättest du gerne in der Tasche? Das geht in die Tasche. Super. Der kommt nicht in deinen Kopf. Der kommt nicht rein. Nee. Das da geht an die Seite erstmal. Das geht erstmal an die Seite. Nicht mit dir. Kannst du zumachen. Sehr gut. Das kannst du auch zumachen. Perfekt. Haaland, zeig auf einen der beiden Stapel. Legen wir ihn weiter aus. Daniel, ganz sicher, deine Entscheidung. Ich bin nicht in deinem Kopf gewesen. 100%. 2 Karten haben wir. Was habe ich gesagt? Wie viele brauchen wir? 2. 8. Achso, oh. 8. Ich dachte 2 Mysterien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine davon habe ich schon gesehen. Das macht in diesem Fall nichts, weil es gleich um deine Entscheidung geht. Haaland, du wirst dich entscheiden. Ich zeig dir die Karten ganz kurz. Ich glaube, dass das auch funktioniert haben müsste. Ich zeig sie dir kurz. Nimmst du dir an. Brauchst du nichts zu merken. Ach so. machst bitte das Folgende. Ich gebe dir die Wahl. Entweder wir mischen die nach und nach. Statt dass du jetzt einfach so mischt, muss ich dich natürlich beeinflussen können. Ich brauche eine Chance dazu. Mischen die also nach und nach. Das machen wir wie folgt. Ich lege entweder eine Karte auf den Tisch oder ich tausche sie mit der nächsten und lege die dann auf den Tisch. Du kannst entscheiden. Soll die auf den Tisch oder soll die getauscht werden? Aber, okay. Siehst du gleich. Trust me. Erste. Auf den Tisch oder getauscht werden. Wenn ich du wäre, würde ich die tauschen. Dann auf den Tisch. Das war zu einfach. Nächste, auf den Tisch oder tauschen. Wenn ich du wäre, würde ich die auf den Tisch legen. Dann auf den Tisch. Dann auf den Tisch. Das ist wirklich zu einfach. Nächste, auf den Tisch oder tauschen. Tauschen. Und dann, sehr gut. Nächste, auf den Tisch oder tauschen. Auf den Tisch. Tauschen. Sicher? Du hast noch 3 Sekunden Zeit. 3, 2, 1. Sehr gut, alles klar. Du hast die Karten nur ganz kurz gesehen. Ich wusste grob, wo du ungefähr abheben wirst. Ich habe es ganz grob gewusst, wo du ungefähr enden wirst in dem Moment. Ich hätte gerne, dass du dir einmal die obere Karte, die alleroberste Karte einmal anguckst. Kannst du dich einmal angucken? Ich schaue so lange weg. Nein, nein, die. Ja. Ganz oben drauf, genau. Achso, du stellst sicher, dass ich nicht in deinen Kopf gucke. Der macht keine halben Sachen. Schau sie dir an. Ja. Hast du, ja? Ja. Perfekt. Konzentriere dich drauf, was das für ein Bild ist. Okay, ist ein Objekt, ja? Es lebt nicht, richtig? Kann ich sofort sehen. Konzentriere dich darauf, ob das Objekt größer ist als, halt's kurz, wo es ist. Halt's für den Moment kurz, wo es ist, kannst es aber abdecken, wenn du meinst, die sind irgendwie, ich kann durchgucken oder so, kannst du abdecken einfach. Konzentriere dich darauf, ob es größer ist als der Tisch hier oder kleiner ist, größer als der Tisch, ja? Material ähnlich, richtig? Du hast schon so reagiert bei Tisch, das ist auch ein Möbelstück, ja? Ist eine Bank? Ja. Sehr gut. Kannst du einmal hinlegen. Dass die Leute das sehen? Ja, kannst du die nächste Karte einmal nehmen. Nimm sie dir. Ist auch was, was nicht lebt, auch Holz dabei, richtig? Ja. Ist das ein Objekt, das du schon mal in der Hand hattest? Ja. Ja. Hat was mit Hobby zu tun? Im weitesten Sinne? Sport? Nicht wirklich? Okay. Ich weiß natürlich, welche Sachen hier drin sind. Das heißt, ich kann mich so grob dran langhangeln. Ist die Gitarre, ja? Kannst du hinlegen. Haaland, nächstes. Schau mich an. Kirchturm. Kirchturm. Sofort gesehen. Alles klar. Eindeutig. So, die Frage ist jetzt, warum weiß er das? Ich habe euch schon wieder angelogen. Ich habe euch natürlich schon wieder angelogen. Das hat überhaupt nichts mit Gedankenlesen, sondern das hat mit Beeinflussung zu tun in diesem Fall. Und ich kann es dir auch beweisen. Haaland, du hast die Karten genommen, abgehoben, du hast Karten ausgewählt. Du hast dir eine in die Tasche gesteckt, du hast dir eine drunter gelegt als Mysterium. Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurück. Wichtig, dass du einmal darauf achtest, die Karte bleibt da auch für den Moment. Da kommen wir nachher vielleicht drauf zurück, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ja. Die unter der Wasserflasche, unter der Vita-Flasche, sorry. Das ist Beeinflussung. Du hast entschieden, wie die Karten gemischt werden, richtig? Aber einfach so. Einfach so. Du hast wirklich entschieden, wie die gemischt werden, ja? Ja, ja. Schau bitte drauf. Wir legen sie in der Reihenfolge, wie du sie gemischt hast, einmal auf dem Tisch aus. Und dann dürft ihr gleich zusammen gucken, ob euch in der Reihenfolge, wenn ihr drauf guckt, ob euch dann was auffällt. Dann müsst ihr einmal alle zusammen, könnt ihr da drauf gucken, wenn ihr von oben guckt. Euch dann was auffällt. Derjenige, der zuerst realisiert, wo die Beeinflussung hier stattgefunden hat, der kriegt... Ach du Scheiße, was laberst du? Der kriegt den Gummipunkt. Ich schwöre auf alles. Nein. Was? A, D, I, D, A, S. Was hat er noch? Er hat noch irgendwas in seiner... Er hat noch was in seiner Tasche natürlich. Aber und du hast aber gesagt, manchmal Stopp und so, ne? Also du hast ja gesagt, jetzt tauschen oder hinlegen. Ja. So, er hat noch was in seiner Tasche natürlich. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera einigermaßen sehen konnte, dass es hier Adidas hat. Er hat noch was in seiner Tasche in dem Moment. Ich habe gesagt, wir haben ein Mysterium. Da kommen wir später drauf zurück. Ich habe gesagt, es geht um Menschenlesen, es geht um Menschen beeinflussen, es geht manchmal auch um die Zukunft gucken. Ihr könnt mal auf meinen, das haben wir auch vorher schon mal gemacht. Leute haben mir das im Vorfeld geschrieben. Die haben gesagt, Timon, kannst du noch mal was machen, wo du in deiner Story schon was versteckst? Und der Gag wäre natürlich weg, das habe ich schon zweimal gemacht, der Gag wäre weg in dem Moment. Haaland, tust du mir den Gefallen, gehst du auf deinem Handy bitte, das könnt ihr im Chat auch machen, geht ihr mal auf meine Seite bitte, auf meine Insta-Seite. Könnt ihr im Chat auch machen, einfach auf Timon Krause. Könnt ihr auch direkt einen Follow da lassen. Könnt ihr auch sofort einen Follow gerne da lassen. Wer ist denn? Was soll ich eingeben? Timon Krause kannst du eingeben, Haaland. Nur Chayas, Bruder. Timon Krause. Da ist ein Podcast, ja? Genau, in der Story ist nichts. In der Story ist heute nichts. In der Story ist nichts. Habe ich, der Gag wäre schon weg. Kannst du mal gucken, hier steht Mentalist, mein Text für den Alltag, bla bla. Was steht oben in der Beschreibung, Timon Krause und dann? Hat er eine Schraube locker? Hat er eine Schraube locker? Das würde ich euch überlassen zu entscheiden, ob er eine Schraube locker 100%, hat. 100%, Bro. Haaland, tust du mir den Gefallen, greifst du einmal in deine Tasche. Du hast eine Karte rausgenommen, die wir noch gar nicht kennen. Hat er eine Schraube locker? Du hast eine Schraube. Ach Digga, ich hol mir kurz was zu essen. Ich hol mir auch natürlich die Schraube und wenn das stimmt, dann dürft ihr euch auch gerne das Follow da lassen. Ich gehe direkt unter der Schraube. Ich verstehe das. Komm Muschi, wie man... Ich muss ja jetzt mittlerweile kreativ werden. Ich bin ja schon zweimal 2 Stunden bei dir gewesen. Aber verstehst du das? Oh, verstehst du das? Aber so. Guck mal hier, guck mal. Was ist denn das schon wieder? Was laberst du in die Richtung? Hä? Das ist crazy, Bro. Hast du gesehen? Was redest du, Bruder? Allah, was redest du, Bruder? Ich schwör auf alles, Bruder. Was denn? Ich mach sowas an. Nochmal. Nochmal. Kannst du das normal machen, bitte? Nochmal. Ey, das ist bestimmt so ein Trick, dass er von hier unten ja. So macht. Nein, du musst, hast du noch einen? Nimm dir noch einen. Wenn du noch einen hast, geht es um die Reibung. Du musst die Reibung aufbauen hier. Hä? Ja. Genug Wärme aufbaust du. Übernimmt die Kosten auch, Adidas? Achso. Was ist denn das? Zeig mal her. Nochmal. Hier, nimm den Baubertreck. Nochmal. Ja, füll ihn mal. Es wäre krass, wenn du deinen Namen nicht verrätst, weil dein Name Giesbert ist oder so. Glaubst du, du würdest deinen Namen herausbekommen? Ja, ne? Vermutlich, ja. Oh mein Gott. Da liegt alles von dir, deine Nationalität, alles. Das mit der Schwanzgröße ist hart. Ja, das geht. Hängt vom Moment ab wahrscheinlich, aber ja. Sydney? Mhm. Oh. Ja. Ein Glücksstift für dich. Okay, nehme ich nicht. Er hat rot-blau, deswegen nicht rot. Nimm's rot, ist dein Glücksstift. Ja, sehr gut. Ob du es hinbekommst, dass ich so, genau, dass ich high bin, ohne zu smoken. Ja, kann man machen. Das heißt Drug of Choice. Da gibt es eine ganze Technik für. Also es geht schon, ja. Das geht? Das geht schon, ja. Krank. Ey, kannst du das machen? Dann gucken. Naja, wir können mal gucken. Stell dich mal hin. Stell dich mal hin. Vertraust du mir? Ey, nicht, dass ich jetzt abkratzen. Tust du nicht. Nein, nein, Mann. Ich hab den Rücken. Ja, super, okay. Einer denkt, der geht. Hypnose ist im Grunde nicht komplett passiv oder so. Wir machen nichts. Ich erkläre es dir jetzt gerade, genau. Also Hypnose ist im Grunde nicht komplett passiv. Es ist nicht wie Unbewusstsein eigentlich, was du gerade erfahren hast. In dem Moment, wo die Hände zusammengehen, ist schon ein hypnotischer Prozess. Mehr als das ist es im Grunde nicht. Manche Leute sind komplett weg, andere Leute träumen. Alles gut. Komm, Haaland. Timon, wir haben uns auch gar nicht richtig vorgestellt. Andere Leute sind komplett entspannt. Andere Leute folgen, muss gut zuhören. Andere Leute sind bewusst bei der Sache, hören quasi Sachen, die ich sage, oder driften so rein und raus. Das ist wichtig für dich zu wissen, damit du weißt, dass auch wenn du meine Worte noch hörst, dass das normal ist. Du machst die Augen erst wieder auf, wenn ich dich bitte, die Augen zu öffnen. Das ist wichtig. Wenn du den Fokus dahin legst, wo ich dich bitte, den Fokus hinzulegen, dann wirst du ganz viele krasse Erfahrungen machen, dann wirst du ganz viele Sachen fühlen. Mach nichts, was gefährlich ist. Mach nichts, was dich blamiert. Einverstanden? Ja, nichts. 100% versprochen. 100% versprochen, okay? Haben wir mit Willi auch nicht gemacht. Ist alles. Nein. Was heißt liegen? Keine Namen. Achso, liegen. Ja, nein, auch nichts liegen. Auch versprochen. Ich hab deinen Rücken. Auch versprochen. Auch nichts geleakt, okay? Mach noch einen kurzen Test. Die Hände einmal nach vorne. Bist du Rechts- oder Linkshänder? Rechtshänder. Linke Hand einmal nach oben drehen, Hände einmal zusammen, schließ die Augen. Stell dir in der Hand einen Eimer vor. Der Eimer kann aus Plastik, Holz oder Metall sein. Welches Material hat der Eimer? Holz. Holz, fantastisch. Stell dir vor, dass ich auf 3 einen schweren Stein in den Eimer schmeiße. Das ist 1, 2, 3. Stell dir vor, dass der Eimer immer schwerer wird, der Arm immer weiter nach unten sinkt. Genau so. Stell dir vor, wie der Arm immer schwerer wird und du kannst aufhören, dagegen anzukämpfen. Das machst du genau richtig, das ist 100% perfekt. Stell dir im selben Moment an einer anderen Handgelenk geknotet 20 Heliumballons vor, die jetzt anfangen, den Arm nach oben zu ziehen. Kannst du merken, wie die Arme immer weiter auseinanderziehen. Desto höher der eine Arm steigt, desto tiefer sinkt der andere und desto tiefer der andere Arm sinkt, desto höher steigt der eine. Beschreib kurz, aber halt den Fokus, halt die Augen geschlossen, beschreib kurz, wie sich das anfühlt. Oder was? Okay, pass auf. Einmal die Augen auf, ein bisschen nervös, ja? Kannst lachen, wenn du möchtest. Sehr, perfekt. Dreh dich bitte um. Aber die Füße zusammen, bitte. Okay. Darfst die Adiletten einmal ausziehen, bitte. Okay, in einem bestimmten Moment sage ich, Hypnose ist kein Schlaf. Das habe ich dir gerade erklärt. Hypnose ist viel aktiver im Gehirn als Schlaf. In einem bestimmten Moment sage ich trotzdem das Wort Schlaf. Das ist das Signal an dein Unterbewusstsein, die Augen zu schließen, dich zu entspannen und meinen Worten bewusst oder unbewusst zu folgen. Ganz wichtig ist, dass du die Augen erst dann wieder öffnest, wenn ich dich bitte, die Augen zu öffnen. Dann ist es auch komplett sicher. Alles klar? Perfekt. Die Füße einmal zusammen. Zusammenstellen, sehr gut. Schau bitte hier auf den Punkt. Langsam merken, wie die Augen schwer werden und du wirst gleich merken, wie dich eine magnetische Kraft langsam nach hinten zieht. Wie die magnetische Kraft langsam nach hinten zieht, spüren wir die Augen langsam schwer werden. Du kannst den Augen langsam erlauben, sich zu schließen und sobald ich das Wort Schlaf sage, das zu spüren. Ebenfalls, wie dich die magnetische Kraft nach hinten zieht. Ich stehe genau hinter dir, stelle vor, wie das langsam immer fester wird. Die Augen schließen, vorstellen, wie die magnetische Kraft dich langsam nach hinten zieht, immer weiter. Ich stehe genau hinter dir, ich fange dich auf, du kannst dich fallen lassen. 3, 2, 1 und schlapp. Treiben lassen, gehen lassen, einfach geschehen lassen, einfach treiben lassen, einfach geschehen lassen. Augen ganz Augen fantastisch geschlossen und desto tiefer du singst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du gehen. Fantastisch. Stütz deinen Kopf genau hier und lass dir selbst erlauben, immer weiter zu treiben, immer weiter zu gehen und desto tiefer du singst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. Mit jedem Moment, der vergeht, weiter und weiter treiben lassen, gehen lassen, einfach geschehen lassen. Fantastisch. Ich bin sehr neugierig, denn ich weiß, dass dein linker Arm viel leichter ist als dein rechter Arm. Und wenn ich gleich schnipse, kannst du spüren, wie der linke Arm langsam anfängt, in die Luft zu steigen. Es ist 1, 2 und 3 springen, wie der linke Arm langsam anfängt in die Luft zu steigen, immer weiter, immer höher. Desto höher der linke Arm steigt, desto tiefer kannst du sinken, desto tiefer du sinkst, desto höher kann der linke Arm steigen. Immer weiter in die Luft und desto höher der Arm steigt, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto höher kann der Arm steigen, bis an die Decke, bis über deinen Kopf. Immer weiter, immer schneller steigt der Arm, gezogen von 20, 30, 40 Ballons, immer weiter in die Luft, desto höher der Arm steigt, desto tiefer kannst du sinken, desto tiefer du sinkst, desto höher kann der Arm steigen. Wenn ich gleich in die Hände klatsche, wenn ich auf 3 in die Hände klatsche, fällt der Arm wieder zurück an deine Seite wie ein nasser Sack Wasser und du schickst dich 10-mal tiefer in diesen wunderschönen Zustand der Hypnose. Wenn ich gleich in die Hände klatsche, fällt der Arm wieder an deine Seite wie ein nasser Sack Wasser und du sinkst 10-mal tiefer in die Hypnose. Es ist 1, der fällt auf 3 wie ein nasser Sack, 2 und 3. Immer tiefer, immer weiter, desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Wenn ich auf 3, wenn ich bis 3 gezählt habe, öffnest du die Augen, auf 3 nicht vorher. Du kannst normal mit mir sprechen, doch du bleibst in dieser wunderschönen Trance. Du legst den ganzen Fokus auf mich. Es ist, als würdest du schlafwandeln. Du kannst normal mit mir sprechen, du kannst reagieren. Dein ganzer Fokus liegt auf mir. Alles, was ich dir von dem Moment dann über deinen Körper, deinen Geist und deine Seele sage, wird zu deiner absoluten Wahrheit. Wenn ich das Wort Schlaf sage, sinkst du automatisch doppelt so tief zurück in diesen wunderschönen Zustand der Entspannung. Dein Unterbewusstsein nickt mit dem Kopf, wenn es mich verstanden hat. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Auf 3 öffnest du die Augen, alles kommt, wie ich es dir gesagt habe. Du bleibst in diesem wunderschönen schlafwandelartigen Zustand, völlig entspannt, kannst normal mit mir sprechen. Es ist 1, 2 und ganz langsam 3, langsam Augen auf. Haaland, gib mir die Hand. Herzlich willkommen zurück, völlig entspannt. Du kannst dich kurz umgucken, kannst kurz winken. Fühlst du dich okay? Steh kurz auf, bisschen entspannt, alles cool. Kannst dich natürlich gerne umgucken, dürfen wir da einmal Platz haben, ein kleines bisschen. Ja, kannst dich einmal setzen. Haaland, Rechts- oder Linkshänder? Rechtshänder hast du gesagt, ja? Sehr gut. Sollen wir kurz am Kollegen hier hallo? Sehr schön. Haaland, rechten Arm einmal nach vorne bitte. Eine Faust machen. Schließ die Augen, mach die Faust so fest du kannst. Augen bleiben festgeschlossen, sehr gut. Stell dir vor, dass du durch deine Arme eine Eisenstange läuft, von hier nach hier nach hier. Du hältst sie so fest du kannst. Kannst du dir das vorstellen? Sehr gut. Stell dir vor, dass diese Eisenstange so stark ist, dass dieser Arm immer fester, immer steifer wird. Wenn ich gleich versuche, diesen Arm zu biegen, wirst du merken, desto mehr ich es versuche, desto mehr Widerstand gibst du mir, desto mehr Widerstand bekomme ich. Genau so. Spüren wir, diese Muskeln immer fester werden. Desto mehr ich versuche, den Arm zu biegen, desto mehr Widerstand kriege ich. Und du hältst ihn so fest du kannst. Hast du, ja? Fantastisch. Machst du sehr, sehr gut. Desto mehr Widerstand gibt es. Fantastisch. Kannst fühlen, wie der fester wird, ja? Haaland, du weißt natürlich, dass dein Unterbewusstsein viel stärker ist als dein Oberbewusstsein. Richtig. Das weißt du, ja? Du hältst die Stange so fest du kannst. Du wirst merken, wenn du die Stange so festhältst, wie du kannst und dir diese Stange tatsächlich vorstellst, wird es absolut unmöglich, diesen Arm zu biegen. Halt die Stange so fest du kannst und wenn du dir sicher bist, dass dein Unterbewusstsein so stark ist, dass es unmöglich ist, halt die Stange so fest du kannst, versuch den Arm zu biegen, du wirst merken, dass das nicht geht. Versuchst du es schon. Haaland, wie fühlt sich das an? Beschreib das Gefühl bitte. Die Leute zu Hause glauben das sonst nicht, die glauben, ich hätte dich bezahlt. Das geht nicht. Wie fühlt sich das an? Es geht wirklich nicht, ja? Bruder, ich schwöre auf alles, es geht nicht. Was? Schau, was passiert, Haaland. Schau, was passiert. Fokus wieder auf mich. Schau, was passiert. Bruder. Alles gut. Alles okay? Ja. Vertraust mir? Mhm. Super. Also weiß ich nicht. Wir machen nichts, was ich blamiert. Alles gut. Das ist nur dein Arm, ja? Oh. Fokus weiter auf mich. Schau bitte hier. Folgt bitte meinen Fingern mit den Augen, nicht mit dem Kopf, nur den Augen. Das würdest du mit den Augen hin und her schieben. Genau so. Nicht den Kopf, nur die Augen bitte. Sehr gut. Weiter nach oben. Sehr gut. Noch nicht jetzt, aber gleich machst du die Augen zu. Schaust bitte weiter auf diesen Punkt. Schau weiter auf diesen Punkt, schließ dabei die Augen. Sehr gut. Stell dir vor, wie diese Eisenstange sich langsam löst und stattdessen sich nach hier verlagert. Du wirst merken, sobald du den Arm biegen kannst, ist es unmöglich, deine Augen zu öffnen. Du kannst den Arm wieder biegen, er löst sich langsam. Deine Augen werden immer fester verschlossen. Es wird absolut unmöglich, deine Augen zu öffnen. Bieg den Arm langsam, kannst du ihn biegen, sehr gut. Schau weiter auf diesen Punkt, während die Augen geschlossen sind, weiter auf diesen Punkt. Versuch die Augen zu öffnen, du wirst merken, dass das nicht geht. Genau wie die Stange davor. Beschreib das Gefühl, versuchst du es schon. Wie fühlt sich das an? Was ist das für ein? Schau, was passiert. Sehr gut. Schau, was passiert. Wir bewegen es langsam nach unten, Haaland. Du machst es fantastisch. Es bewegt sich langsam von hier nach unten in dein Gesäß und in deine Füße. Du kannst die Augen wieder öffnen, aber du klebst fest an diesem Stuhl. Du klebst ganz, ganz fest. Du wirst merken, wenn du versuchst aufzustehen, ist das absolut unmöglich. Öffne die Augen, bieg den Arm, versuch aufzustehen. Du wirst merken, deine Füße kleben fest am Boden. Es ist absolut unmöglich. Wie ist das Gefühl? Beschreib es. Was für ein Gefühl ist das, sich so schwer zu fühlen? Versuchst du es schon, ja? Oder? Okay. Wir drehen es wieder zurück. Schau bitte nach vorne. Wink einmal den Chat. Einmal ganz langsam den Chat winken. Ganz langsam den Chat winken. Weiter winken. Einmal weiter in die Kamera rein. Kannst einmal in die Kamera rein winken. Sehr gut. Tiefen Atemzug ein. Weiter in die Kamera winken. Bitte weiter in die Kamera. Weiter winken. Tiefen Atemzug ein. Weiter tief ein. Ausatmen. Ein, aus. Weiter winken. Nicht aufhören zu winken. 3, 2, 1. Und schlaff treiben lassen. Gehen lassen. Einfach geschehen lassen. Desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken mit jedem Moment. Der vergeht immer weiter in diesem wunderschönen Zustand der Entspannung. Du sinkst immer weiter, immer tiefer. Ganz fantastisch. Wir machen noch eine letzte Sache. Wenn du gleich die Augen wieder öffnest, bleibst in diesem wunderschönen Zustand der Entspannung. Eine Sache ist anders. Eine Sache ist anders, und zwar hast du absolut jeden Namen und jede Funktion all der Menschen um dich herum vergessen. Ganz besonders der Herr neben dir, ganz besonders den Mann, den du schon lange kennst, deinen Kollege hier, deinen Rap-Kollege. Du hast seinen Namen vergessen. Du weißt, dass du ihn kennen müsstest. Du weißt auch eigentlich, dass du wissen müsstest, woher du ihn kennst. Du erkennst ihn zwar, weißt aber nicht mehr, wie dieser Mann heißt. Du weißt nicht mehr, woher ihr euch kennt. Du bist dir sicher, ihr kennt euch schon ewig, aber du hast keinerlei Details über diesen Mann. Du weißt nicht, wie alt er ist. Du weißt nicht, was ihr zusammen gemacht habt. Du weißt nicht, was er als Beruf macht. Du weißt nicht, wo der herkommt. Keine Ahnung. Du weißt, dass du ihn kennst, und sonst hast du aber keine Ahnung. Der Unterbewusstsein nickt mit dem Kopf, wenn es mich verstanden hat. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Auf 3 öffnest du die Augen. Du hast absolut jede Funktion und jeden Namen der Menschen um dich herum vergessen, völlig egal, wer es ist. Wenn ich das Wort Schlaf sage, sinkst du doppelt so tief zurück. Das ist 1, 2, 3, langsam Augen auf. Du bleibst in dieser wunderschönen Entspannung. Wie geht's dir? Wunderbar. Hm? Gut. Gut, sehr schön. Wenn du dich so einmal umgucken müsstest, du guckst hier in so Gesichter, erkennst du die Scheiße. Menschen oder? Ja, warum guckst du mich so an? Versuch einmal, kennst du das Gefühl, Haaland, wenn du aufwachst und du hast irgendwie das Gefühl, du hast was vergessen, du weißt aber nicht mehr, was das ist, kennst du das? Guck mal, der Mann neben dir, wenn du einmal versuchst, dich an seinen Namen zu erinnern und kannst merken, das entzieht sich komplett. Wie heißt der Mann neben dir nochmal? Alhamdulillah. Alles gut. Weißt du, wer ich bin? Wie heißt der Mann nochmal? Du erkennst ihn, oder? Du hast das Gesicht schon mal gesehen? Ja, klar. Ja, wie heißt du nochmal? Du kommst mir von irgendwo bekannt vor, aber ich weiß nicht von wo. Da warst du. Ehrlich? Junge. Ich komme dir von irgendwo bekannt vor. Na, Haaland, was ist mit dem Mann daneben? Weißt du, wie der heißt noch? Versuch's mal. Ich glaube, der wusste doch nicht, wie ich heiße. Oh, Joe, Bruder. Was ist mit dem Typen da hinten? Irgendwie mit der ja? schwarz-weißen Jacke. Genau. Der da. Nee? Pass auf, ich mache dir folgenden Deal. Ich gebe dir all diese Namen zurück. Dafür nehme ich deinen Namen für einen kurzen Moment an. Nicht deinen Künstlernamen, den nehme ich für einen kurzen Moment aus deinem Kopf. Hier liegt dir, hier kommen all diese Namen wieder zurück. Du weißt sie wieder. Wie heißt der Mann da? Und der? Genau, und daneben? Eli. Eli. Und der da drüben? Ja, Willi. Ja, und schau mich kurz an. Dein Künstlername war noch gleich? Was? Da. Krass. Laber nicht. Wow. Was machst du nochmal? Was ist deine Kunst? Was machst du nochmal? Rappen. Rappen. Und das machst du unter dem Namen? Weil du benutzt ja einen echten Namen nicht, du benutzt ja einen Rap-Namen nur, ne? Ja, klar. Deinen echten Namen auch nicht leaken, bitte. Auf gar keinen Fall deinen echten Namen sagen, aber dein Rap-Name ist? Ich gebe ihn dir zurück, aber folgende Sache ist anders. Immer wenn du einen Rap-Namen sagst, musst du danach la automatisch sagen. Du kannst das gar nicht verhindern. Du sagst deinen Rap-Namen, sagst automatisch la. Ich würde sagen Timon la. Es kommt einfach aus dir raus. Hier ist dein Rap-Name. Wie heißt dein Name nochmal? Haaland936 la. Nochmal, wie? Haaland936 la. Ist das Teil davon? Also Haaland936 la? Ja. Das ist Teil davon. Okay, ja, krass. Dann stell dich einmal dem Chat ganz kurz vor, bitte. Was geht ab? Und du machst was und heißt wie? Nee, also ich mach Musik, ich heiße Haaland936, la. Ja, krass. Sehr, sehr gut. Finde ich sehr gut. Ey, mega schön, dass wir uns kennenlernen. Haaland936, schau mich an, tiefen Atem, 3, 2, Schlaf, treiben lassen, gehen lassen, einfach geschehen lassen, immer weiter in diesem wunderschönen Zustand der Entspannung. Wir wecken Haaland936, la gleich wieder auf. Wir drehen alles, was wir gemacht haben, zurück. Wir gucken einmal auf das, was hier so draufsteht. Matze, hast du eine Lieblingskarte, Lieblingsspielkarte? Ja. Welche ist es? Joker. Eine richtige mit Wert und... wie meinst du? Also eine richtige, so wie Herz Ass oder so, also eine richtig mit Wert und Farbe. Bube. Bube und? Herz. Dame. Mann, Digga! Oder Matze! Sag dir okay, Eli, deine Lieblingskarte. 7 rotes Herz. 7 Herz, Dankeschön. Sehr gut. Perfekt, Skala. Alles gut, easy. Haaland, ich zähle gleich von 1 bis 5. Auf 5 öffnest du die Augen, du bist wieder ganz Herr deiner Sinne, deines Geistes und deiner Seele. Entschuldige. Alles ist genauso, wie es vorher war. Du fühlst dich wohl, voller Energie für den heutigen Abend. Du hast richtig Bock auf all die Projekte, die anstehen. Du hast absolutes Selbstvertrauen in dich selbst und deine Kunst. Und du weißt, dass du für dich auf dem richtigen Weg bist und dass du genau den Weg gehst, den du gehen möchtest, dass du dir selber immer treu bleibst. Eine Sache ist heute Abend noch anders. Eine Sache ist nämlich anders. Wenn du heute Abend zum allerersten Mal gebeten wirst, eine Spielkarte zu nennen, sagst du automatisch Herz 7. Es ploppt einfach aus dir raus, du sagst automatisch Herz 7. Du kannst das gar nicht verhindern, du glaubst, das wäre eine freie Entscheidung gewesen. Du sagst automatisch Herz 7, kommt einfach aus dir rausgeschossen, automatisch, und danach ist alles wieder normal. Dein Unterbewusstsein nickt mit dem Kopf, wenn es mich verstanden hat. Ich zähle gleich von 1 bis 3, alles kommt, wie ich es dir gesagt habe. Auf 3 öffnest du die Augen, das ist 1, 2 auf 5, 3, 4 und 5 Augen auf, wieder ganz im Hier und Jetzt. Du fühlst dich wohl, du fühlst dich gut. Streck dich einmal, Haaland. Sagst mir deinen Namen einmal. Haaland. Und der ganze Künstlername? Haaland936. Super, perfekt. Wer ist der Mann neben dir? Aymen. Was geht ab? Was geht und daneben? Eli. Sehr gut. Fühlst du dich gut? Ja, ja. Perfekt. Haaland, eine Sache ist noch anders mit dieser ganzen Hypnose-Geschichte. Wenn Leute von mir hypnotisiert werden, dann nehmen die manchmal meine Fähigkeiten an. Die können quasi Gedanken lesen, wenn die ihrer Intuition vertrauen. Eli hat vorhin rein zufällig eine Karte aus dem Spiel gezogen, richtig? Rein zufällig eine Karte rausgenommen. Ja, ja. Die hast du auch noch, ja? Ja. Du hast die Karte, die er hat, noch nicht gesehen, richtig? Nee. Kannst du nicht sehen, sehr gut. Schau Eli kurz in die Augen. Ich bitte dich gleich einfach eine Karte zu sagen. Erste, die dir in den Kopf fällt, auf 3. Ist es 1, 2, 3. Einmal laut sagen. Herz 7. Eli, zeig mal, welche Karte du hast. Komm mal, Alter, du krasser Motherfucker. Hä? Sehr gut. Ja, einmal Applaus für Haaland. Bruder, was ist die letzten 15 Minuten passiert, ja, Digga, ich sehe das zum dritten Mal und zum dritten Mal. Guck mal, ich sag Jens schon mal was. Entweder man glaubt es oder man glaubt es nicht. Aber sag was. Sag, wie ist es? Wer weiß gar nicht, oder? Bruder. Aber bei, ich hab's bei Willi gesehen und ich hab bei wer war da Alkohol. Warte mal, lass ihn mal reden. Was weißt du gerade? So, also du hast mich einfach auf den Mund geküsst. Du hast... Nein, doch. Nein, hast du nicht. Nein. Ich habe versprochen, wir machen nichts Blamables. Wir haben nichts Blamables gemacht. Der Chat kann dir das bestätigen. Wir haben keine Blamage gemacht. Also Chat, Liebe da lassen für Timon, ne? Also, und für Haaland, vor allem auch für Haaland. Ja, du bist krank. Es ist wirklich, es ist dieses Hypnose-Ding. Entweder man muss es selbst spüren. Es ist wirklich so. Oder man sitzt direkt daneben. Ja. Aber er hat ja... Weiß Haaland gerade, was gerade passiert ist? Weiß ich nicht. Gemütlich? Aber er chillt ja hier mit uns zum ersten Mal auch so. Also ist ja nicht so, dass man so... Er ist ja auch kein Streamer oder so. Das ist einfach... Ey, ich glaub das nicht. Hä? Stark. Der weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Krass, dass du Namen vergessen hast. Also. Ey, mach das mal auch. Niemals in meinem ganzen Leben. Mach das mal auch. Wieso? Boah, ja, mach das mal auch. Ja, es ist krank, Chat. Es ist wirklich... Internet ist eh voll damit. Fast 100.000 Leute haben das gesehen. Live. Das ganze Internet wird voll sein mit damit. Und dann lass Haaland mal den Follow da. Dann hat er sich dringend verdient. Dann hat er sich an dieser Stelle dringend verdient. Sehr gut. Ich gehe jetzt erstmal essen, Bruder. Ja, hau rein, Roat. Hau da rein, mein Freund. Ich war gerade so perplex. Ich habe gerade gar nicht Kraft. Also, Roat, brauchen dich nachher noch 5 Minuten. Ist wirklich dringend nachher. Kann er mich zum Fanhead-Fan machen? Also wird das überhaupt gehen? Zu Fanhead, dass irgendwas ist Gutes zu Fanhead? Er ist Fußballfan von einer Mannschaft und der größte Konkurrent. Dass du das machen würdest? Also wahrscheinlich nicht. Wenn das so richtig tief in dir sitzt, vielleicht nicht. Weiß ich nicht. Wir machen was anderes, Musti. Ja. Was machen wir? Soll ich hier bleiben? Oder? Du kannst auch rüberkommen. Komm rüber, Musti. So, Musti. Lass ihn jetzt nicht in deinen Kopf. Okay, wir machen wie folgt, Musti. Wir machen wie folgt. Karte bitte rausnehmen, egal welche, kannst du dir aussuchen. Wir brauchen eine Zahlenkarte, das ist wichtig, wir brauchen eine Zahlenkarte. Nimm raus, wenn du möchtest. Ja. Hast du, ja? Super. Merken, das benutzen wir gleich als Zufallsgenerator, um eine Zahl daraus zu machen quasi. Zeig, kannst du dir, wenn du möchtest, auch nochmal Eli zeigen. Darfst du, musst du nicht. Ich guck's lange weg. Hast du, ja? Auf deine Hand legen, kommt wieder mit rein. Du kannst jetzt eine Entscheidung machen. Entweder nimmst du sie so, wie die ist, oder du packst eine Zahl davor oder dahinter. Das kannst du dich entscheiden. Also wir brauchen entweder eine ein- oder eine zweistellige Zahl. Gib dir ein Beispiel. Du hättest sagen, wie machen wir es? Wir wollen einfach nur eine Zufallsgeschichte. Pass auf, Eli, sag uns, wie viel zählen wir zu der Zahl, die er gerade gezogen hat, dazu? 7 kommen dazu. Sehr gut. Jetzt haben wir eine Liste. Kannst du das rechnen? Einmal deine Zahl plus 7. Ja. Ja? Im Kopf nicht laut sagen natürlich, das ist wichtig. Ja. Hast du, ja? Ich hab. Sehr gut. Ich habe eine Liste für dich. Ich habe 2 Listen für dich. Wir spielen Versteck. Wir machen so eine Art Versteckspiel. Und zwar kannst du einmal hier Ort zum Verstecken dir angucken. Die geht von 1 bis 20. Du darfst dir einmal den Ort merken, der jetzt bei deiner neuen Zahl steht. Also wenn du gerade 9 gehabt hättest plus 7, wäre es 16 gewesen oder so, ja? Also das Zahl jetzt bei einer neuen Zahl, nicht die Karte, eine neue Zahl. Nicht laut sagen, da versteckt sich gleich eine Person, und zwar eine Berühmtheit, eine berühmte Persönlichkeit. Hier haben wir auch mal eine Liste von 1 bis 20 mit berühmten Persönlichkeiten. Merkt ihr auch die an der gleichen Zahl? Wie bitte? Okay, ich hab. Ja? Ja. Hat das eine Persönlichkeit im Kopf, ein Promi irgendwie. Kennst du die Persönlichkeit? Nee. Weißt du, wer es ist? Nein? Okay. Aber kannst du dir merken grob, ja? Ja. Super. Und weißt, wo die Person sich im Raum versteckt, ja? Mhm. Das ist auch was, was hier im Raum ist. Ja? Das sind Sachen, ich habe die von dem Foto, von dem Stream, habe ich mir Sachen aufgeschrieben, die hier sind. Einfach, ja. Ja? Das ist hier, ja? Ja. Sicher? Ja. Super. Okay. Dann einmal deine Hand an meine legen, einmal deine Hand hier festhalten und stell dir vor, wo diese Person sich befindet. Kannst du vielleicht Eli einmal, oder Eli, du weißt die Zahl, die ihr jetzt denken müsst auch, ne? Ja. Merk dir bitte einmal die berühmte Persönlichkeit bei der neuen Zahl, ja. Also seine Zahl plus, ja. Hast du, ja? Kennst du die Persönlichkeit? Ja. Also ist nicht so unbekannt, okay, du kennst sie nicht, das ist egal, dann versuche ich von euch beiden zu spielen. Wir gehen einmal durch den Raum, stell dir mal vor, wo sich die Person verstecken könnte. Die könnte sich, du hast es im Kopf, dass sich da jemand versteckt, ja? Könnte sich hier verstecken, ist klar, ist sie glaube ich nicht. Könnte sich hier drunter verstecken, okay. Könnte sich unter dem Ball verstecken, könnte sich hier verstecken. Mal deine Hand an meine. Hm? War es irgendein Platz im Raum im Kopf, wo die Person sich versteckt, ja? Ja. Könnte sich in der Pflanze verstecken, sich da verstecken. Ja, schon lange in deinem Kopf muss sie das nicht. Sich da verstecken, kann sich da hinter dem Screen verstecken. Okay. Könnte sich doch nochmal hier verstecken. Nein, ich glaube, er weiß gar nicht, wo. Ich glaube, er weiß es nicht. Könnte sich hier verstecken, könnte sich... Versteckt sich in der Chipschale, unter der Chipschale? Ja. Ist das richtig? Ja, ja? Fantastisch. Und die Person, an die du denkst, schau du mich kurz an, lies mal ein paar Namen vor, die Person mit da drin. Harry Styles, Donald Trump, Tom Hanks, Bruce Willis, Ben Affleck. Das ist Harry Styles, ja? Nee. Ah, fuck. Scheiße. Gut. Eli hat mich jetzt raus. Eli hat mich raus. Wer war es denn? Es ist Tom Hanks. Tom Hanks. Ja, scheiße. Er ist nicht in deinem Kopf drin, Musti. Dreck. In deinem Kopf geht es. Ja. Ganz stark. Bravo, Mutti. Richtig, Musti. Ich hasse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gibt es da so eine Schule oder so? Er hatte 4 Chats, 7, 11. 11 ist Tom Hanks. Tom Hanks. Zweitkind selbst beigebracht einfach. Sehr gut, sehr gut. 1-0. 1-1, 1-1, 1-1, bitte, bitte. 1-1. Haben wir dieses Rot-Schwarz-Spiel schon mal gemacht, Eli? Weißt du das noch? Vielleicht nicht, ne? Ich glaube nicht. Machen wir ganz easy. Wir gehen schnell durch. Es dauert relativ lang, darum brauche ich von euch gleich Geschwindigkeit. Die ganze Gruppe macht mit, inklusive Eldos. Matze und so weiter. Das haben wir schon mal gemacht. Ja. Ach, Dreck. Aber mach's gerne. Machen wir es nochmal? Ja, wir ziehen es nochmal durch. Okay, wir machen es nochmal durch auf Geschwindigkeit. Wir gehen einfach in der Runde durch. Ich frage euch jeweils, versuche ich nacheinander zu beeinflussen quasi. Ich frage euch jeweils, glaubst du, dass die Karte, die ich gleich hinhalte, rot oder schwarz ist? Und du sagst mir einfach, ob sie rot oder schwarz ist. Wenn du sagst, sie ist rot, dann lege ich sie hier hin. Wenn du sagst, sie ist schwarz, lege ich sie hier hin. Bis wir das ganze Spiel durch haben im Grunde. Wir machen es auf schnell, ja? Mhm. Ganz easy. Ist diese Karte hier rot oder schwarz? Rot. Ist genau richtig, sehr gut. Perfekt. Ist 2 Euro. Matze, die beiden Karten haben die gleiche Farbe, rot oder schwarz? Schwarz. Gut. Die haben die gleiche Farbe, Sydney? Schwarz. Ich glaube, man darf nicht so lange nachdenken. Haaland, rot oder schwarz? Schwarz. Okay, die müssen natürlich ungefähr 50-50 sein letzten Endes. Rot oder schwarz? Rot. Sehr gut. Die hier, rot oder schwarz? Eli. Achso. Rot. Gut. Die haben die gleiche Farbe. Rot. Musti, rot oder schwarz? Schwarz. Matze. Rot. Rot. Ist leider schwarz. Pik 7 ist leider schwarz. Tut mir leid. Fliegt raus, erster Fehler. Macht davor nichts. War immer richtig? So. Davor war soweit immer richtig. Müsst ihr mir glauben für den Moment. Sydney. Schwarz. Ich gucke sie mir selber nicht an. Haaland. Rot. Eli. Schwarz. Schwarz. Rot. Schwarz. Machen die letzten. Nochmal Eli. Rot. Schwarz. Rot. Okay. Aymen, ne? Ja. Aymen, du machst das Gleiche für mich auch nochmal. Okay. Wir mal neu aus. Jetzt habe ich einen Joko genommen. Ich habe es nämlich verpasst, das Ass rauszunehmen. Schwarz, rot. Für dich, das machst du alleine. Bitte einmal nehmen. Und einmal einfach nach und nach ausstellen. Schwarz, rot. Also ohne zack, zack, hinzugucken? Zack, zack, zack. Genau, ohne hinzugucken. Go, auf Intuition. Das ist crazy. Das ist crazy. Gut, Ayman. Zieh durch. Bravo. Ayman, du bist schlauer, du bist Hakimi. Ja. Hakimi. Du bist Hakimi, komm, Bruder, komm. Marok, Ayman. Tunesien. Achso. Sehr gut. Einmal zusammenstecken. Ja, einfach zusammenschieben. Okay. Und einmal aufteilen in die Stapel. Wie meinst du das? So wie hier. Einfach einmal auseinanderfriemeln, dass du quasi... Genau, das hier war der schwarze, ne? Schwarz-rot. Und ihr könnt schauen. Einen Fehler habt ihr gemacht mit der Pick 7. Der letzte war schon. Schaut nach. Nein. Hier gucken? Yes. Bitte. Bei allen? Mhm. Matze darf auch. Ist richtig? Ja. Auch du? Ey. Nee, bei mir ist eins falsch. Bei dir ist auch eins falsch? Bei mir ist eins falsch. Bei mir ist alles schwarz außer einem. Na dran, okay. Bei mir ist alles schwarz. Sehr gut. Bei mir ist ein einer reingerutscht. Sehr gut. Alles schwarz. Hä? Aber wie? Wir haben das so... Ich hinterfrag schon nicht mehr. Aber war der bewusst? Hier ist alles rot. Nee. Okay. Hier ist alles rot. Auch alles richtig gemacht. Bei mir ist auch richtig. Sehr gut. Krank. Ja, schlau. Du bist krass schlau, ja? Du bist ehrlich schlau. Aber ich hab dich doch. Fällt mir gerade auf. Du hast mich immer, ja. Du hast mich regelmäßig. Ja, ich hab dich regelmäßig. Hier ist nochmal Arzt. Ich finde auch immer wieder klassisch diesen Handy-Entsperrer. Den Handy-Entsperrer finde ich auch immer. Super. Weil da kannst du nicht... Schieben wir gleich auch nochmal rein. Handy-Entsperrer ist so... Das ist so ein simpler Trick, aber der holt mich so ab. Ne? Ja, macht den bei Aymen. Der kriegt dein Handy. Bei Aymen Handy entsperren. Ja, mach. Dann noch abgewichst, ja, wie meinst du? Also mein Code ist... Da ist nichts abgewichst. Der wichst da drauf. Der ist schwer halt. Aymen, Handy-Code, yes? Ja. Deine Hand einmal an meine. Du hast vorhin gesagt, es ist kein vierstelliger PIN, sondern eine sechsstellige PIN dann, ja? Genau. Denk bitte an die ersten 4 Ziffern von dem Handy-PIN. Sag mir, na, beziehungsweise sagst du mir gleich sonst, aber nur die ersten 4. Hast du im Kopf, ja? Schau mich an. Das ist die erste Ziffer. Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Erste ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Erste Ziffer ist eine 2, ja? Ja. Denk bitte an die zweite Ziffer. Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nicht die zweite, aber die dritte. Die dritte ist eine 8, ja? Mach weiter. Lass ihn. Ja. Lass ihn. Okay. Schau mich nochmal an. Das ist eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Was sind, sag mir, wir gehen um die ersten 4 Ziffern. Was sind die letzten 2? Du hast ja 6. Was sind die letzten 2, die ich nicht versuche zu erraten? 2, 5. Die letzten 2 sind 2, 5, ja? Ja. Super. Darf ich dein Handy einmal in die Hand nehmen? Ja, klar doch. Danke dir. Du musst danach einnehmen. Warte mal, das war jetzt dein kranker Code? Ich hab doch nur gepokert, Leute. Ich hab doch nur gepokert, Leute. Eine Minute. Ja, es ist einfach verwirrt. Es ist verwirrt. Was meint der für Code? In allen Hinsichten. So, ein letztes Mal müssen wir nämlich, aber da müssen wir gleich schnell das Gastgeschenk noch öffnen. Das ist dann auch wichtig. Vielleicht durch Zuckungen. Ja, es ist ja auch so. Es ist so. Wie machst du das? Du erkennst es, Zuckungen, Wärme. Genau, also du hast eine Muskelspannung mit drin. Das heißt idiomotorische Bewegung, einfach Bewegung, die durch Muskel, also die durch den Gedanken ausgelöst wird und dann spürst du mehr oder weniger Spannung da drin. Denk nicht an den Elefanten. Woran denkst du? So, genau das. Merkst du? Scheiße, oder? Ich bin mentalisiert. Eli, darfst du einmal durchmischen und nicht drauf gucken. Einmal durchmischen, bitte. 5 Leute brauchen wir. Eli, welche 5 Leute haben wir? Roat nehmen wir mit rüber, der ist gerade wieder drin. Wen nehmen wir noch? Matze. Roat, Matze. Willi, Willi, Sydney und dich selbst. Und Eldos. Eldos. Roat, komm bitte rüber. Nimm dir eine, noch nicht drauf gucken. Gleiches Ding weiter. Matze, noch nicht drauf gucken, einfach eine Karte nehmen. Eldos, eine Karte nehmen. Willi, eine Karte nehmen. Und Sydney, eine Karte nehmen. Und nicht drauf schauen. Ihr habt euch jeder frei eine genommen. Du hast ja auch frei eine genommen. Ja, da haben wir gerade drüben. Sehr gut. Jeder hat sich frei eine genommen. Roat auch. Alle. Super. Ihr könnt einmal drauf gucken, ich erkläre euch, was drauf ist. Und zwar habt ihr vorhin, ich habe das spontan beim Essen jetzt gerade vorbereitet, ihr habt gesagt, Among Us spielen. Geht natürlich online nicht. Live geht es aber. Ich habe 4 Karten, du hast die durchgemischt, ja? Die sind weiß, damit ihr sicher wisst, dass ich nicht markieren kann oder so. 4 Karten sagen Crew, eine Karte sagt Imposter. Ihr könnt einmal drauf gucken, euch eure Rolle jeweils merken. Wir versuchen rauszufinden, natürlich einen Imposter gibt es. Wir versuchen zumindest noch zum Abschluss rauszufinden, wer der Imposter ist. Hast du schon drauf geguckt, Robert? Ja. Deine Karte, du hast drauf geguckt? Ja, du hast drauf geguckt, Super. Eli, wer von den Menschen, die nicht mitspielen, hat die beste Chance, hier das Pokerface zu erkennen bei den Leuten? Wer nicht mitspielt, Musti. Sehr gut. Musti, nacheinander. Ja. Fragt die bitte jeweils, bist du der Imposter? Und die müssen jeweils antworten. Wenn Musti euch gleich fragt, antwortet ihr einfach mit Nein. Egal, ob du Imposter bist oder nicht, du sagst einfach Nein. Das heißt, eine Person wird lügen, 4 werden die Wahrheit sagen, ihr haltet euer Pokerface. Okay. Fang an. Roat, bist du der Imposter? Einfach Nein. Eldos, bist du der Imposter? Nein. Das ist so scheiße, wenn du ein Imposter bist, dann ich schwör's dir, dann hasse ich dich, Alter. Nein, bist du der Imposter? Nein. Willi, bist du der Imposter? Natürlich nicht, mein Bruder. Okay. Mach's nochmal, geh die Runde nochmal durch. Chat kann natürlich auch darauf achten, ob ihr es erkennt. Gleiches Spiel nochmal, sagt einfach nein. Oh, ja. Bist du der Imposter? Nein. Eldos, bist du der Imposter? Rylex, bist du der Imposter? Nein. Sydney, bist du der Imposter? Willi, bist du der Imposter? Nein. Okay. Okay. Haltet euer Pokerface, auf wen würdest du wetten? Sydney. Sydney. Ich würde mit dir mitwetten. Ich glaube auch, es ist Sydney, ja? Wer ist der, bist du der Imposter, Sydney? Nö. Nein. Wer ist der Imposter? Spaß. Nein, Spaß. Ich bin nicht. Wer ist der Imposter? Ich. Alter, krasses Pokerface. Ich hätte gedacht, das ist Eldos, ne? Krass. Aber deshalb bist du auch nicht so gut in dem Mond. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass du das auch ja. Wird das ja nicht gehen. Na gut, wir kommen ans Ende. Ich habe ein Gastgeschenk für dich gehabt, Eli. Okay. Wir sind essen gewesen, ist das hier liegen geblieben, ja? Ja. Machst du es auf? Ich mach auf. Es ist, warte, ich muss dich kurz vorwarnen. Es ist wirklich ein beschissenes Gastgeschenk. Es ist richtig, richtig scheiße. Ich habe das vorher noch schnell gekauft. Ich habe es von Hand gebastelt. Das ist so, wie wenn ich meiner Mutter früher ein Bild gemalt habe und gesagt habe, hier, das ist für dich. Und die musste sagen, wie schön, Timon. Okay, also ich mach auf. Mach's auf. Ja, ist ein Gastgeschenk. Aber für, ich hätte es eigentlich in 20 Jahren schicken wollen, als so ein quasi so eine Freundschaftsbrief. Ich sage, weißt du noch damals so. Das, ich gebe dir das jetzt schon, ja? Guck mal hier. Eli, weißt du noch bei Adidas? Eli, weißt du noch bei Adidas? Kannst du auch dem Chat zeigen. Eli, weißt du noch bei Adidas? Wir haben ja verschiedene Sachen heute Abend, gemacht, durch verschiedene Sachen durchlaufen. Wir haben ja angefangen mit dir, Aymen. Ja. Du hast ja dir einen Schuh ausgewählt. Ja. Das war dieser Handballschuh, ne? Ja. Und davor hatten wir aber fast einen anderen Schuh. Ja. Weißt du noch, was das war? Das waren Adiletten. Eine Adilette. Kannst du einmal aufmachen unter Feld 1? Einmal Feld 1 aufmachen, bitte. Fast wären wir in Adiletten rausgegangen. Fast wären wir in Adiletten rausgegangen. Weißt du noch damals bei Adiletten? Fast wären wir in Adiletten rausgegangen. Dann haben wir ja danach, ein Mysterium gehabt. Das hat Haaland gemacht. Haaland, du hast ja eine Karte noch rausgenommen und die ist da geblieben, unter der Flasche die ganze Zeit. Die liegt auch immer noch da. Bist du sicher, dass da niemand drangegangen ist, ja? Ich habe diese Karte vergessen. Haaland, würdest du die Karte, die da immer noch verdeckt liegt, die du vorhin rausgenommen hast, willst du die einmal nehmen? Ja. Was ist da drauf? Eine Rutsche. Eine Rutsche. Hast du das zweite Feld auf, Eli? Was steht da? Und auf die Rutsche. Weißt du noch? Weiß und auf die Rutsche. Und auf die Rutsche gegangen, in Adiletten. Das wäre ja schlimm geworden. Dann saßen wir vorhin am Tisch. Dann haben wir spontan ein bisschen was gemacht. Sydney hat sich einen Glücksstift ausgesucht. Ich habe gesagt, nimm dir einen Glücksstift. Welchen Glücksstift hast du dir genommen? Rot. Einen roten Glücksstift. Das machst du das dritte Feld einmal auf. Hä, aber das ist hart. Ich denke immer noch an unseren roten Glücksstift. Ich denke immer noch an den roten Glücksstift. Beim Essen haben wir den rot genommen. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Und dann haben wir Versteckspiel gemacht. Wir haben Versteckspiel mit Musti. Ja. Haben Sachen im ganzen Raum. Überall haben wir Sachen versteckt. Ne? Ja. Unter der Chipsschachtel. Ich habe leider nicht in deinen Kopf gucken können. Wer war der Celebrity nochmal? Das war Tom Hanks. Nein. Mein Gott, ernst. Stimmt. Nein, Bro. Er hat uns gefickt, ey. Unser Versteckspiel mit. Er hat uns gefickt. Tom Hanks. Er fickt uns alle. Ist vorbei. So, dann haben wir haben einen Fehler gemacht. Da ist ein Fehler passiert, natürlich. Da ist ein Fehler passiert bei dem Spiel. Die Pick 7 war falsch. Pick 7 hat Matze falsch gemacht. Es tut mir richtig leid. Ich möchte mich da im Nachhinein auch noch mal aus der Zukunft für entschuldigen. Du hast die Pick 7 leider falsch geraten. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja. Sorry wegen der Pick 7. Sorry wegen der Pick 7 nochmal. Und du hast mich sogar blöd angemacht wegen. Hä, wie geht das denn? Und dann wollte ich wirklich, ein großes Finale machen. Ich wollte wirklich, ich habe spontan mir noch überlegt, mir ist kein Finale eingefallen. Dann habe ich gedacht, ey, ich mache jetzt diese Among Us-Geschichte und ihr habt euch Rollen ausgesucht. Und ich wollte ja den Imposter finden. Ich habe Roat nicht gefunden, ich habe Roat nicht durchschaut. Das tut mir leid, weil eigentlich hätte es ja klappen müssen. Das, Digga, was? Das letzte Feld auf. Niemals. Es tut mir leid, dass ich Roat nicht durchschaut habe. Was? Und ich hoffe, dass ich mich mit diesem Geschenk dann trotzdem noch in Erinnerung habe. Also soll ich dir sagen, was das für ein Moment ist? Nein, warte mal. Weißt du, was das für ein Moment ist? Coldest Moment. Das ist TikTok edit. Digga, ich dachte die ganze Zeit, wir hätten ihn, aber er hat uns komplett rasiert. Der unsichtbare Gast. Was probierst du gerade schon wieder? Den ganzen Film erklären. Ja, natürlich. Aber das ist der unsichtbare Gast. Digga, wie lange ist das schon hier? Ja, aber selbst wenn das ist! Ey, wann hat der dir das? Woher soll er wissen, dass Sydney den roten nimmt? Ja, das von Anfang an. Sydney hat gesagt, oder nein, ich nehme lieber den roten. Sydney wollte ihn sogar den schwarzen. Bruder, scheiß mal darauf. Das hätte doch, es war doch Zufall. Ich hätte jeden nehmen können. Das ist auch mein Fall. Mit dem Imposter. Das war doch Zufall. Oh mein Gott. Bei den anderen Sachen hat er uns doch manipuliert. Aber das war doch schon wieder Zufall. Du hättest irgendwas nehmen können? Ja. Das heißt, hätte er Imposter genommen, dann wäre ja das hier falsch. Dann wäre das falsch. Wann hast du denn dieses Geschenk bekommen? Am Anfang! Es war zu! Das hat er ganz am Anfang dir hingelegt. Er hat das gerade neben mir aufgemacht. Ey, weißt du, was ich mir sogar noch gedacht habe, als er die Fehler gemacht hat, habe ich mir gedacht, okay, ich krass, auch, das sind ja alles nur... Nein, ich wusste alles irgendwie. Er macht ja auch Fehler. Okay. Nein, Bruder. Bruder, bei Musti und du... Nein. Er hat uns komplett ausgedacht. Aber eine dachtest du, ist real. Dass du mit Absicht das falsch machst und es hier uns... Er hat Musti doch bekommen. Er hat uns alle den Nase rausgezogen. Aber ganz kurz, das kannst du doch nicht einplanen. Also, ja, das geht. Das so darum habe ich den aus der Zukunft geschickt. Darum habe ich den erst in 20 Jahren geschickt. Ja, also jetzt mal ehrlich. Wenn das, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Du manipulierst uns, ne? Also du willst, du... Nein, also gar nicht so, möglicherweise, wer weiß, gar nicht wer so weiß. Gemeint, gar nicht so gemeint, sondern du drängst uns dazu eine, das ist so, als wenn... So, die Karte war zum Beispiel am nächsten Mal dran. Ja, du drängst uns dazu, eine Entscheidung zu treffen. Im Unterbewusstsein, oder? Ja, das ja ist möglicherweise. Oder ich habe Superkräfte. Es können auch sagen, ich habe Superkräfte, wer weiß. 100%. Aber vielleicht dränge ich euch auch zu Entscheidungen und... Das schon heute ganz schön viel schief, so. Ja, Mann, er hat sogar gesagt, Roat spielt mit. Und so. Ich habe vorhin natürlich extra gesagt, ich wusste natürlich, dass ich habe gesagt, Roat muss mitspielen. Oh mein Gott. Also deswegen war das auch drauf. Ja klar. Ja, er wusste ja, dass das drauf ist. Aber also, selbst dann ist es ja krank, weißt du? Ja, natürlich. Das ist alles kranke Scheiße. Aber wie geht das? Er benutzt, er manipuliert, er drängt uns eine Entscheidung. Ey, das ist voll. Wow. Das ist unglaublich. Guck mal hier. Dir geht's auch gut, oder? Was war Pick 7 bei dir? Wo ist Matze? Was war das? Das war die Karte, die ich falsch gesagt habe. Er hat doch diese Karten rot. Er hat uns sogar gefragt, ob wir das Spiel überhaupt spielen wollen. Hätten wir Nein gesagt, was wäre dann? Da hätte ich ein Problem gehabt. Aber es war natürlich klar, dass er nicht Nein sagt. Du hättest ein anderes Spiel genommen, wo wir eine Pick 7 hätten. Wer weiß. Vielleicht wäre ich clever genug gewesen. Man weiß es nicht. Digga, ihr werdet es niemals wissen. Tief. Oder das ist zu. Ich sage, wir sind alle viel zu dumm für ihn. Nein, das stimmt nicht. Ja, auch, ja. Ich auch. Aber ich sag dir, er ist ganz, ganz böse in Menschenketten. So, er weiß, wie wir ticken. Ganz kurz, du musst mir aber einen Tick geben. Was ist, wenn dein Plan nicht so läuft? Dann muss ich halt versuchen, den Plan noch laufen zu lassen irgendwie. Also dann versuchst du so lange... Dann müsste ich natürlich versuchen, den irgendwie... Also es war alles... Ich hätte ja gerne ein gutes Ende quasi. Ich hätte gerne irgendwie einen Abschluss. Ja. Könntest du meine Bank-Ding rausfinden? Eine Bank-Ding? Ja. Pin, meint er. Ja, wahrscheinlich. Pin, wahrscheinlich aber schon. Nicht laut sein. Müssen wir gegebenenfalls aber nachher machen, weil ihr jetzt Champions League habt gleich. Ich will's eh nicht. Ist eh nichts drauf. Also das ist krank. Chat, lasst Liebe da für Timon, Instagram. Ne? Bravo. Bitte. Dankeschön. Kommt zur Tour, wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen. Kommt zur Tour. Checkt seine Tour ab, Leute.